willkommen zum 6. Video in der Adventskalenderserie. Ihr merkt, ich habe das mit dem Aufholen noch nicht so geschafft, aber ich glaube, jetzt übers Wochenende und so wird das ganz gut. Was bei Nummer 6 drin war, habt ihr vielleicht schon mitbekommen. Ich zeige es euch aber nochmal. Es ist vom Nikolaus. Da ist also ein klassischer Nikolaus drin. Das haben sich letztes Jahr ganz, ganz viele von euch gewünscht. Ihr habt gesagt, Christine, wir mögen deine Weihnachtsmänner wirklich gern, aber so ein klassischer Nikolaus wäre auch mal schön. Und deshalb habe ich das dann dieses Jahr umgesetzt, weil das ist ja so ein bisschen traditionell, dass am 6. auch immer was passend zum Tag kommt. Also da gab es einen klassischen Nikolaus und dann kann man eben die Texte unterschiedlich kombinieren. Man kann zum Beispiel, es tut mir total leid, draußen wird gebaut, gerade scheinbar. Ich weiß auch nicht, woher das kommt. Ich hoffe, es ist nicht zu laut auf dem Mikrofon. Also, ihr könnt entweder nur vom Nikolaus dran stempeln oder liebe Grüße dran stempeln oder liebe Grüße vom Nikolaus. So habt ihr also unterschiedliche Möglichkeiten, das zu kombinieren. Und der liebe Grüße-Text, der passt also auch unabhängig von dem Nikolaus. Den könnt ihr eigentlich immer benutzen, wenn ihr einfach mal liebe Grüße verschicken wollt. Das ist also so ein Set, das damit noch ein bisschen vielseitiger wird. Ich möchte heute, und das haben viele von euch auch schon gemacht, einen Geschenkanhänger machen. Ich nehme dafür jetzt aber keine von unseren Tag-Stanzen, sondern ich nehme unsere Bookmark-Stanze. In dem Set sind nämlich noch mehr Stanzen drin. Zwei davon benutze ich heute auch, nämlich das Geschenk und den Bücherstapel. Und den Bücherstapel werde ich nicht als Bücherstapel benutzen. Das kann ich vielleicht schon mal spoilern. Der Cardstock, den ich hier habe, den gibt es, glaube ich, so leider gar nicht mehr, weil die Firma wohl nicht mehr existiert. Das war eine Firma in Holland, knapp hinter der Grenze. Und eine Freundin hat mir da mal was mitgebracht. Liebe Grüße an die Christiane. Und Christiane sagte, die Papierfabrik gibt es leider nicht mehr. Die hat aufgehört, wahrscheinlich, als die Papierpreise so explodierten. Wirklich schade. Und ihr kennt das bestimmt. Wenn man irgend so ein Papier hat, wo man weiß, das kann ich so nicht mehr nachkaufen, da werde ich ja immer ein bisschen gestresst. Aber das ist tatsächlich aus meiner Restekiste. Deshalb habe ich da jetzt heute wenig Bauchschmerzen mit. Außerdem, da seht ihr vielleicht, ist das so ein bisschen eine Farbe, die auch total gut hinterher für das Gesicht des Nikolauses klappen kann. Das heißt, ich mache es mir heute mit dem Chlorieren richtig, richtig einfach. Ich empfehle euch also, wenn ihr das heute so machen wollt wie ich, dass ihr einen beigen Cardstock benutzt vielleicht. Oder, je nachdem, wo euer Nikolaus herkommt, auch einen dunkleren. Aber halt irgendwas aus dem Hautfarbenspektrum würde ich da schon nehmen. Ihr könnt natürlich aber auch die Ideen, die ihr hier seht, ganz anders umsetzen. Also ich klebe das hier kurz fest, kurbel das durch und bin dann wieder zurück. Das Schöne an der Bookmark-Stanze ist ja, dass man die tatsächlich als Lesezeichen benutzen kann mit einem Faden dran. Man findet das immer wieder auch, weil der Halbkreis dann rausguckt. Man kann das auch als Topper für Tütchen, vielleicht jetzt nicht für so große wie hier, aber man kann die theoretisch so über Tütchen drüber machen, wenn man Geschenke machen möchte. Oder man kann die auch, wie gesagt, heute einfach als Geschenkanhänger benutzen, in den man dann sogar noch was reinschreiben kann. Also deshalb ist die Bookmark-Stanze wirklich einfach vielseitig. So habe ich mir das damals gewünscht und das hat auch geklappt. Was ich jetzt machen möchte, ist, ich möchte hier vorne ein Fenster reinschneiden. Der erste überlegt, einen Kreis zu benutzen, aber dann habe ich gedacht, man muss ja die Bücher gar nicht nur als Bücher nehmen, sondern das sieht dann so ein bisschen aus, als wäre da vielleicht aus Holzbohlen was rausgebrochen oder geschnitten. Und da mache ich jetzt ein Fenster rein. Ich muss jetzt einmal kurz gucken, in welcher Höhe ungefähr das Gesicht des Nikolauses ist. Also je nachdem, wo ich den hinsetze. Also ich glaube, hier bin ich auf der sicheren Seite. Da klebe ich das jetzt einmal kurz fest und auch das kurbel ich dann einmal schnell durch. So, und jetzt seht ihr vielleicht, was ich meine. Ich könnte jetzt den Bücherstapel benutzen. Ich weiß übrigens nicht, ob ihr es auf der Kamera sehen könnt. Da sind auch so rein geprägte Linien. Wenn ich noch ein bisschen dickeren Cardstock genommen hätte, könnte man die deutlicher sehen. Aber hier sieht es jetzt eben aus, als würden da Holzbretter fehlen. Finde ich sehr, sehr schön. Ich hätte den nächsten Schritt auch zuerst machen können, habe ich nicht drüber nachgedacht, macht aber keinen Unterschied. Ich möchte nämlich die Vorderseite bestempeln und nehme mir dafür unseren Weihnachtsstimmungsstempel. Das ist ja so ein ganz großer A5 und mit denen ist es ja immer ein bisschen schwierig, die tatsächlich irgendwo dran festzumachen. Also wenn man eine Stempelhilfe hat, geht es schon ganz gut. Aber ich mache das tatsächlich immer so, dass ich die rücklings hinlege. Ich stempel jetzt fast Ton in Ton. Ich habe mich jetzt hier für Weed von VersaMagic entschieden und färbe das jetzt eben einmal ein. Ich hatte zuerst überlegt, ob ich es mit Distress Ink mache, aber bei Texten, das sind ja wirklich sehr feine Texte, die ich mal gelettert habe, da ist dann hinterher nicht mehr viel zu erkennen, ehrlicherweise. So. Das lege ich jetzt also hier. Na, ich muss noch ein bisschen weiter runtergehen tatsächlich. So, das lege ich jetzt hier an die Kante. So ist jedenfalls der Plan. So, und dann kann ich aufdrücken.
Und wenn ich da jetzt nicht vorne schon ein Loch reingeschnitten hätte, könnte ich das eben auch zuklappen und dann draufdrücken. Aber da habe ich, wie gesagt, nicht drüber nachgedacht, dass ich das vielleicht erst hinterher machen sollte. Egal, macht gar nichts. Das sollte trotzdem gut klappen. Und ich versuche jetzt eben wirklich so weder den Stempel noch das Papier zu verschieben, sondern wirklich nur die zusammenzudrücken. Und dann bekomme ich einen relativ sauberen Abdruck, wo man dann eben lesen kann: Schneemann, Glitzerstaub, Lametta, Weihnachten. Ehrlicherweise sieht man es bei mir nicht ganz so gut, aber ich finde trotzdem, dass das so ein bisschen gülden aussieht. Gefällt mir sehr. Mein Ziel ist nämlich, dass der Nikolaus hier durchguckt. Dafür habe ich mir jetzt mal einen Bleistift genommen, markiere mir kurz, wo die Lücke ist. Reicht eigentlich, das ist oben. Also muss gar nicht genau sein, muss nur grob drumherum sein, damit ich eben weiß, wo ungefähr das Gesicht landen muss. Und da stempel ich den jetzt rein. Ich benutze heute übrigens VersaMagic, weil ich mir, wie gesagt, das Leben heute in Sachen Koloration und Ausschneiden vor allen Dingen ganz, ganz leicht mache. Ich habe keine Lust, heute viel auszuschneiden, weil ich ja, wie gesagt, sowieso schon spät dran bin. Und ihr kennt das ja, manchmal braucht man einfach Ideen, die nicht ganz so zeitintensiv sind. Und heute ist eben so ein Tag. Jetzt stempel ich eben das Gesicht in diese Bleistiftlücke rein. Wunderbar. Ja, der guckt genau da durch. Das finde ich schön. Und meine Idee war eben, dass ich hier vielleicht noch so ein Geschenk dran mache und das vielleicht in Rot. Deshalb stanze ich das jetzt mal kurz aus einem Stück roten Rest aus. Ihr habt ja bestimmt auch irgendwo Cardstock-Reste rumfliegen und da sind so kleine Stanzen natürlich super für. Also stanze ich jetzt gleich ein rotes Päckchen aus und werde es wahrscheinlich hier unten in die Ecke setzen. So, guckt mal, wofür Unordnung gut ist. Also hier habe ich schon mal irgendwann doppelseitiges Klebeband drauf gemacht. Das heißt, ich habe jetzt tatsächlich auch ein Paket, das direkt klebt. Das ist natürlich Luxus. Außerdem kriege ich so auch diese Kleinteile da gut raus. Das ist also fantastisch. So, jetzt wird es also Zeit fürs Kolorieren. Vorher entferne ich einmal kurz meine Bleistiftlinien. Da muss ich vorsichtig sein, weil tatsächlich der Radierer auch so ein bisschen das Versa fein wieder löst. Aber jetzt versteht ihr vielleicht auch, warum ich meine, dass ein Beige-Ton echt ganz gut geeignet ist, weil der passt natürlich zu der Gesichtsfarbe ganz gut, während es bei den Karens keinen Gesichtston gibt, der mir so richtig gut gefällt. Ich habe da schon mal einen Braunton benutzt und den stark verdünnt. Das ging für mich gut, ansonsten ist es immer ein bisschen schwierig. So, ich werde jetzt also als erstes mal den Bischofsstab hier einfach nur in Braun anmalen. Da muss ich ein bisschen vorsichtig sein, weil da einfach die Linien sehr fein sind. Zack. Jetzt nehme ich Lipstick Red und werde sowohl die Mütze als auch das Gewand. Eins von beidem heißt Mitra und jetzt zeigt sich wieder eine Bildungslücke. Ich bin mir nicht sicher, welches von beidem. Aber ich weiß, dass der Nikolaus eine Mitra hat. Ich mache heute wirklich keine Schattierungen, sondern wirklich nur Basics. Ich nehme jetzt einen weißen Gelstift für den Bart. Das ist ein normaler Jelly Roll, der in der Regel auch ganz gut deckt. Ich hoffe, dass man dann den Bart gleich gut erkennen kann. Hier mit dem Mund muss ich ein bisschen aufpassen, sonst müsste ich ihn hinterher nochmal nachziehen. Man sieht es leider nicht so gut, dass da ein Kontrast ist, aber tatsächlich ist der Bart und die Haare, also dieses Haar- und Bartgewust ist jetzt tatsächlich weiß. Und nun schnappe ich mir den goldenen Gelstift von den Deco G Metallics, also das ist nicht der Sparkle, sondern Metallic, und werde damit dann eben jetzt noch hier so den Rest machen. Außerdem mache ich die Schuhe dann auch noch in Braun, in dem gleichen Braunton, den ich auch für den Stab schon benutzt habe. Das geht hier also in Windeseile, weil diese Star Sparks und die Metallic, also die Gelstifte von Karen, die haben einen 1 mm dicken Auftrag. Das heißt, da kommt richtig Farbe raus. Und deshalb ist man, selbst wenn man größere Flächen ausmalen will, damit schneller als bei den meisten anderen Gelstiften. Ich kann nur sagen, dass ich die echt wirklich, wirklich gerne mag. So, jetzt eben die Schuhe noch. Und dann ist der Nikolaus für mich fertig. Das ist also jetzt ein Geschenkanhänger. Da stempel ich jetzt noch vom Nikolaus drauf. Ich muss hier ein bisschen aufpassen, damit das noch in Ruhe trocknen kann. Das klappe ich kurz hoch, weil die Gelstifte doch je nach Papier ein Momentchen zum Trocknen brauchen. Und auch das stempel ich in Schwarz. So passt dann wieder alles zusammen. Wenn ich Farben immer wieder aufnehme, dann sorge ich damit eben dafür, dass alles auch am Ende harmonisch aussieht. So, oh. Das ist mein Geschenkanhänger. Der kommt heute ein bisschen spät natürlich für dieses Jahr, aber vielleicht gefällt euch die Idee für nächstes Jahr. Ich würde mich freuen, wenn ihr es mal ausprobiert. Außerdem könnt ihr ja auch jedes andere Geschöpf dadurch
gucken lassen. Also ihr könnt euch die Idee ja auch schnappen und einen Geschenkanhänger machen, der mit Nikolaus überhaupt nichts zu tun hat. Weihnachten ist ja noch nicht vorbei. Wenn ihr eure Weihnachtsgeschenke noch nicht verpackt habt, dann mal los, klaut euch die Idee und ab dafür. Ich wünsche euch ganz viel Spaß und melde mich ganz in Kürze wieder.